Hallo zusammen, wir widmen uns heute dem Satz von Rolle. Und zwar gibt es in diesem Video erstmal keinen Beweis, sondern wirklich nur eine Veranschaulichung. Was ist der Satz von Rolle, worum geht es und was sagt er genau aus? Natürlich müssen wir uns erstmal klar machen, was der Satz ist, deshalb schreibe ich ihn mal kurz an. Der Satz sagt Folgendes: Sei eine Funktion f von einem kompakten Intervall a nach b in die reellen Zahlen stetig differenzierbar auf dem offenen Intervall von a nach b. Und es gelte außerdem noch, dass f von a gleich f von b ist. Wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann folgt, es existiert ein x0 in dem offenen Intervall von a bis b, sodass die Ableitung von f an der Stelle x0 gleich 0 ist. Jetzt wollen wir uns erstmal klar machen, wie sieht so eine Funktion überhaupt aus. Dafür brauchen wir erstmal ein Koordinatensystem. Wir haben ein kompaktes Intervall a bis b. Ich packe das jetzt einfach mal hier hin, von a nach b. Darauf verläuft die Funktion. Außerdem soll gelten, dass fa gleich fb ist. Ich sage jetzt einfach mal, fa und fb sind hier auf der Höhe. Und die Funktion ist stetig. Was genau stetig heißt, darauf gehen wir jetzt hier nicht ein. Aber grob zum Visualisieren kann man sagen, dass man die Funktion in einem durchmalen kann. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie diese Funktion aussehen kann. Eine weitere Vorstellung könnte diese sein. Das sind ungefähr die vier Möglichkeiten, die wir haben. Nämlich sehen wir hier, okay, a bis b überall erfüllt, fa gleich fb überall erfüllt und das Ganze ist eine durchgängige Linie, also stetig. Nämlich haben wir die Optionen, es könnte eine konstante Funktion sein, es könnte nur ein Minimum geben, es könnte nur ein Maximum geben oder es könnte beides geben. Wie hier in dem Fall, es könnte natürlich auch beides noch viel öfter geben, noch viel mehr geschwungene Linien dazwischen. So. Jetzt können wir überlegen, okay, wir kennen die Bedingungen und was sie bedeuten, aber was heißt dann die Aussage eigentlich? Es soll ein x0 existieren, das zwischen a und b liegt, und zwar echt zwischen a und b, sodass die Steigung an der Stelle, nämlich die Ableitung, ist ja die Steigung, gleich 0 ist. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, das einfachste Beispiel wäre das Konstante, dann sieht man ja schon, es passiert überhaupt nichts in der Höhe der Funktion. Hier wäre überall natürlich die Steigung 0. Heißt, wir können uns irgendeinen komplett beliebigen Punkt dazwischen, ich nehme jetzt einfach mal hier, das soll x0 sein, da ist die Steigung gleich 0. Also ist das Ganze schon erfüllt. Wenn wir uns eine Funktion angucken, die nur ein Minimum hat, dann können wir überlegen, was wissen wir über dieses Minimum? Wenn man sich das anschaut, die Steigung an dieser Stelle, wenn man eine Tangente zeichnen würde, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, hier an der Stelle, ungefähr die Steigung, hier ist unser x0, dann ist die Steigung an der Stelle gleich 0. Wenn wir uns das hier anschauen und einen ähnlichen Punkt suchen, hier ist er wieder zufällig ziemlich in der Mitte, etwa da, unser x0, und da eine Tangente dran zeichnen für die Steigung, dann ist sie auch an der Stelle gleich 0. Und hier finden wir sogar zwei Punkte, für das gilt. Hier, hoppala, und hier
Die Punkte, weil wir 2 haben, nenne ich dir einfach mal x1 und x2. Die liegen auch zwischen a und b. Und hier gilt offensichtlich, die Steigung ist 0 und somit die Tangente parallel zu unserer x-Achse. Und was jetzt auffällt ist, mit Ausnahme der Konstante, wo natürlich alles die Steigung 0 hat, sind es ziemlich die Extremer, bei denen das der Fall zu sein scheint. Ja, und das ist im Grunde schon die Veranschaulichung, wie wir uns vorstellen könnten, was das bedeutet für einen Punkt, dass er diese Bedingung erfüllt. Und es ist auch ein schöner Hinweis auf den Beweis, dass es irgendwas mit Extremstellen zu tun haben könnte.